außen wächst der CG als AC9 laut in der Zwischenzeit. Innen dabei ist Ole Olsen da, da sieht man in vierter Position Bog Diamant, gefolgt von Müller und am Ende des Feldes Prinzeska. Und die letzte Ecke, Rob hat sich nach Kuda ein wenig abgesetzt, außen aber wächst der CG, der härteste Verfolger innen, Ole Olsen mit einem Fehler. Und auch die 1, Wog Diamant springt sich aus der Partie an der Spitze Rankun. Becks der CG versucht auf den letzten Meter nochmal heranzureichen. Aber Rankun legt in der Distanz ausreichend zu, holt sich hier den ersten Karrieretreffer, siegt vor Becks der CG. Und dahinter dann die 6 Edel Lola auf dem dritten Rang. Die letzte Zwischenzeit 1:14. Das Kommando. Es geht in den ersten Bogen. Mit 2 Längen Abstand sieht man von außen Orkan von Heiterbu. Orkan von Heiterbu hat die zweite Position. Wo ist der Favorit? Der liegt noch mit circa 4 Längen Rückstand in fünfter Position. Die erste Zwischenzeit ist 1:07:3. Gegenüber, gleich auf an der Spitze, Felten von Flevo und außen Juan Bros. An der Innenkante River Flow mit Place Royale außen. Dann an der Innenkante wiederum Rankun. Dicht dabei ist Jean Lepin, dann sieht man Jackson Schermer, außen geht Jason Dragon. Die Pferde im Schlussbogen, 10:05 die Zwischenzeit und weiter ein knapper Vorteil für Felden von Flevo und außen Juan Bros. Und es geht jetzt auf die Zielgerade. An der Innenkante Felden von Flevo im Vorteil. Jetzt wird Juan Bros eingesetzt. Er stellt jetzt Felden von Flevo, hat aber schwer zu tun, muss hier schwer kämpfen. Außen Juan Bros. In den Felden von Flevo ganz an der Innenkante. Die 12 rot. Und das wird hier ganz eng. Zielfoto. Wahrscheinlich heißt der Sieger Felden von Flevo. Hauptlauf für Dreier Hengst und Wallacher ist gestartet. Kampf um die Führung zwischen Otero und Außenfelden von Flevo. Die beiden setzen sich erstmal auf 4-5 Längen ab. Und Felden von Flevo führt weiter in das Feld an mit einer Länge vor Rankun außen und innen Otero. Dicht dabei Jason Dragon mit Orkan von Heiterbu und Menu ist auch noch dicht dabei. Und Rankun ist jetzt dichter herangerückt, Fehler von Orkan von Heiterbu. Felden von Flevo mit knappen Vorteil vor Rangun. Dahinter wurde Otero in die Angriffsposition gebracht. Die Zwischenzeit war 11:05 und es geht auf die Zielgerade. Felden von Flevo ist vorn. Felden von Flevo vor Rangun. Otero ist dabei, aber Felden von Flevo scheint sich absetzen zu können vorn. Rangun, Felden von Flevo ganz sicher vorn. Leichter Erfolg für den Derby-Sieger mit Rick Ebbinge. Felden von Flevo vor Rangun. Dritter wird Menu.